Es gibt was anderes, wo es einen Flughafen gibt, also hoffe ich zumindest. Und zwar in einem ganz brandneuen Spiel, was aktuell rausgekommen ist, was am Montag rausgekommen ist. Weil ich am Montag auch streamen wollte, aber ich habe vergessen, Ubisoft anzuschreiben. Dementsprechend hatte ich keinen Key und ja, dementsprechend konnten wir es nicht streamen. Und mir ging es Montag auch nicht so gut. Dementsprechend, Freunde, würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in The Crew Motorfest. So ungefähr eine Dreiviertelstunde erstmal, würde ich sagen. Machen wir uns als Ziel. Und wenn, je nachdem, wie es dann läuft, gehen wir entweder in GTA oder zocken weiter. Moment, ich muss hier umstecken. Ich muss ja auch mal meine Infrastruktur etwas anbessern. Aber ich bin doch vorbereitet. Denn, Freunde, wir waren ja relativ viel auf der Gamescom. Auch bei Ubisoft. Und ich konnte einiges abstauben, was ich auch noch an euch weitergeben werde zum Teil. Und zwar in der Subbox für diesen Monat. Denn, Freunde, wir haben ja nicht nur diesen wunderschönen Stuhl hier, diesen wunderschönen, oh Gott, geil. So streamen wir jetzt einfach in Zukunft. Wollen wir bitte einfach in Zukunft so streamen? Das wäre ein Traum. Es geht. Sondern, Freunde, wir haben auch noch ganz viele tolle andere Sachen bekommen von Ubisoft. Allen voran. Warte mal, ich kann ja auch mein Hemd anziehen. Das ist doch eigentlich voll passend zu The Crew Motorfest, oder? Guck mal hier. Wir müssen uns auch ein bisschen passend anziehen. So. Dazu haben wir natürlich unsere The Motorfest Warnweste. Ganz wichtig. Davon habe ich richtig viele. Aber davon habe ich, glaube ich, 50 oder so. Also von davon habe ich wirklich richtig, richtig viel. Hiervon habe ich wirklich sehr viele. Eine ganze Box voll. Falls ihr also eine Warnweste haben wollt oder so, sagt Bescheid. Machen wir einfach ab einer. Was machen wir? Damit die Versandkosten gedeckt sind. 15 Euro Dono und dann gibt's eine Warnweste. Dann gibt's ein Steelbook. Ist zwar leider keine CD drin, ist kein Spiel drin leider. Aber trotzdem sehr geil. Also falls jemand sich das Spiel geholt hat, kann alles da reinpacken. Ist schon wild. Ich habe euch das ja alles schon gezeigt, deswegen fokussiere ich mich jetzt mal nur auf die The Crew Sachen. Und wir haben natürlich eine Kappe, Digga. So, jetzt bin ich ready. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Trucker. So, warte. Digga. Ja! So, ich bin so ready. Das muss man ja noch, sonst sieht man das T-Shirt so komisch. Wir sind ja tropisch unterwegs. Komm, wir machen es jetzt wenigstens ein bisschen modern. Oh, nee. Oh Gott. Krieg gleich wieder eine Nachricht von Julia. Justus, blamier dich doch nicht in meinen Streams. Egal. Machen wir den da. Jawohl. Sehr gut. King Boss, was geht, Bro? Okay, seid ihr ready, Freunde? Oh, falscher Bildschirm. Seid ihr ready to take off? Wenn ihr selber The Crew habt auf PS5, sehr, sehr gerne mitspielen, gell? Ist klar. Moment. Also ich war hier noch in GTA, ich habe nur ein paar Shorts aufgenommen vorhin. So, aber Freunde, es gibt ein neues Ubisoft Original. Wer von euch hat The Crew selber? Schreibt mal in Chat, bitte. Wer von euch hat The Crew selber? Oh ja, Mann, das ist der Shit. Oh nee, das ist viel zu eng. Alter, es ging los. King Boss, was geht, Bro? Herzlich willkommen. Kann ich mit einer GoPro 9 auf Twitch live gehen? Ja. Geht. Habe ich gemacht. Schon. Also, geht auf jeden Fall safe. Simon, was geht, Bro? Ich hoffe, es geht dir gut. Freunde, wer von euch hat The Crew selber sich geholt? Schreibt mal in Chat. Boah, guck mal, sieht schon wild aus, die Landschaft. Starte den Motor. Junge, Städte. Ich feier Städte. Und wie immer, Freunde, ich habe so Bock, direkt an Flughafen zu gehen, weil ich liebe in neuen Spielen immer die Flughäfen. Hallo. Willkommen bei The Crew Motorfest, Julex YouTube. Melde dich vor Spielbeginn an. Für The Crew ist eine permanente Online-Verbindung erforderlich und du musst bei deinem Ubisoft-Konto angemeldet sein. Dank deines Kontos kannst du die Vorteile von Ubisoft Connect nutzen. Spiele plattformübergreifend. Hä? Aber das habe ich doch schon gemacht. Lul? Hä? Warte mal. Ich muss kurz überprüfen. Weil das habe ich extra vom Stream gemacht. Anmelden. Hä? Sind die blöd? Okay. Warte. Eigentlich habe ich extra vorm Stream mich das mit dem Anmelden schon gemacht, weil ich mir dachte, dass das relevant wird. Warte. Wo ist es, das Passwort? Ja, okay. Okay. Warte, ich melde mich ganz kurz an. Muss nur gucken, dass es hier nicht nirgends spiegelt. Ja, easy. Ist wahrscheinlich eh falsch. Passwort, also E-Mail-Adresse. Ihr könnt auch gerne mitspielen, gell? Also wenn wir uns irgendwo haben, PSN oder
Ubisoft Plus, gerne nachjoinen. Weil es gibt ja, ist ja auch ein Online-Spiel, nicht wahr? Hä? Anmeldedaten für dein Ubisoft-Konto eingeben. Leider kannst du dein Ubisoft-Konto nicht mit diesem Konto für PlayStation. Du musst Konto wieder mit dem Konto verbinden, das du zuvor verknüpft hast. Keine Ahnung. Wir machen das später. Scheiß drauf! Hallo, ich will es abbrechen. Ich möchte mich doch nicht mehr anmelden bei Ubisoft. Dings habe ich nämlich eigentlich schon. Extra vorher. Naja, gehen wir halt so rein. Brauchst du Spezialequipment? Nö, über Handy und GoPro. Und am besten für Sound noch dieses Media-Kit. Viel Internet, eine Powerbank. Sehr viel Internet und sehr viel Strom. Und eine sehr gute Powerbank. Aber warum musste ich mich jetzt anmelden? Ich habe vorhin auf einem anderen Account schon geguckt, ob alles funktioniert und so. Und da musste ich mich nicht extra anmelden. Ich muss? Hä, ich muss mich extra anmelden? Lol. Das ist ja mega nervig. Hä? Das verstehe ich jetzt mal gar nicht. Warum ich mich nochmal anmelden muss. Sekunde, Freunde, ich hab's gleich. Ich mach ein bisschen Musik an. Und dann. Hier, das sieht vielleicht saugeil im Remix. Nina Chuba habe ich live gesehen. War ein bisschen enttäuschend, sage ich euch ehrlich. Leider kannst du dein Habt ihr eine Ahnung? Leider kannst du dein Ubisoft-Konto nicht mit diesem Konto für PlayStation Network verknüpfen. Du musst das Konto wieder mit dem Konto verbinden, das du zuvor verknüpft hast. Julex-YouTube. Bin ich doch, hä? Bitte melde dich vom PlayStation Network ab und verwende das Referenzkonto. Hä? Ich heiße doch auf dem Account Julex-YouTube. Ich verstehe es nicht. Vor allem, ich musste es vorhin einfach nicht. Ich habe auf meinem anderen Account gespielt. Warte mal, wir klären das kurz. Das ist ja schnell gemacht, nicht wahr? Warte mal, Musik brauchen wir trotzdem. Lass mich das kurz checken. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Love it. Wie findet ihr den Remix? Weil wenn ich jetzt auch beim Ubisoft Plus-Konto gehe und dabei Verbindungen, dann bin ich bereits verknüpft mit PSN. Deswegen verstehe ich es halt einfach nicht, warum das nicht funktioniert. Ne? Ich trenne es einfach nochmal. Trennen. Hä? Du musst das Konto wieder mit dem Konto verbinden, das du zuvor verknüpft hast. Ich verstehe es gar nicht. Moment, ich versuche es einfach nochmal, das Spiel nochmal neu zu starten vielleicht. Sonst habe ich auf einem anderen Account geht's ja, dann nehmen wir halt einen anderen Account. Aber ich wollte halt eigentlich meinen Main nehmen. Sonst nehmen wir halt den anderen. Auch gut, da hat es ja funktioniert. Haben irgendeinen Sinn. Boah, mit der Kappe, es wird einfach viel zu warm. Das geht so nicht. So, starte den Motor. Falsches Konto. Nee, es ist das Richtige. Ich verstehe, ich heiße doch auf das mein GTA-Account. Da heiße ich doch Julex-YouTube. Auf dem ich immer GTA spiele. Oder habe ich da irgendwas vergessen? Alter, Pascal, sorry, ich sehe es jetzt erst. Pascal, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub, mein Freund. Wurde natürlich auch ausgedruckt. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Kuss. Vielen, vielen Dank. Ja, Media Kit, Bro, brauchst du für Mikro anstecken, währenddessen laden und so weiter. Besseren Sound. Super Werbung gerade für Ubisoft. Nee, aber vorhin habe ich es ja probiert und dann ging es ja alles auf Anhieb. Also nächstes Mal wieder Vorführeffekt. Aber gut. So. Ich muss ja. Kannst einfach nicht offline spielen, was soll denn das? So, das machen wir einfach, legen wir halt ein neues Konto an, ist dann also. Haben sie halt Pech. Ich
würde dir eigentlich gern sagen. So. Sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Ist halt schade, wenn man jetzt irgendwie. Komm, wir legen einfach ein neues Konto an, scheiß drauf. So, überlege ich mir jetzt irgendeine E-Mail-Adresse, die ich noch habe. Eine Spam-Mail oder so. Ist halt ein bisschen unnötig, aber gut. So. So, E-Mail-Adresse. Ist halt auch irgendwie ein bisschen, dass man sich unbedingt immer registrieren muss. Ich meine, an sich ist ja cool, weil man damit seinen Leuten spielen kann und auch viele Vorteile hat, aber dass man muss, finde ich halt einfach falsch. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man kann, ist ja cool. Aber ich bin halt kein Fan davon, dass man muss. So, hier noch Verifizierungscode und dann haben wir's. Es gibt einfach schon Julex YT, gibt's einfach. Wer nennt sich denn wie ich? Ist ja frech. Ist ja schon ein bisschen dreist. So, jetzt sieht's aber gut aus. Jetzt sieht das doch schon deutlich besser aus. Man kann jetzt zwei Controller als einen machen auf PS5, wie meinst du das? Ernsthaft? Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich gebe jetzt keine Ahnung, du setzt dich neben mich, du hast einen Controller, ich habe einen Controller und du gibst zum Beispiel nur Gas und ich bremse nur. Meinst du es etwa so? Meinst du das etwa so? Das wäre ja mal anders geil. The real ghost, was geht, Bro? Alles klar bei dir. Oha, wild. Boah, guck mal, wie geil das aussieht, dieser Surfshop. Wenn das so die Map wäre von GTA. Wow. Ich liebe diesen tropischen Stil. Ich feiere das richtig. Hat so ein bisschen Hawaii-Vibes. Spielst du nicht sogar auf Hawaii oder so? Aha. So, Text Language. Deutsch. Deutsch. Hold. Hold. Freunde, wie gut sehen wir uns im Fahren? 1, 2 oder 3 in Chat. 1, 2 oder 3. Sind wir hier Amateur, Mittel oder Profi? Eigentlich schon Profi, oder? Ich meine, meine fahrerischen Skills sind ja weltberühmt. Dass man da überhaupt, also das, ne? Das 1. Wie alle 1 schreibt. Oha. Okay. Wenn ihr das sagt. Aua. Wenn ihr das sagt, dann tut das schon ein bisschen weh, sag ich euch ehrlich. Tut schon ein bisschen weh. Oi. Aber das sind schon mal nette, nette Fahrzeuge. Passt Lautstärke so? Boah, Digga. Das ist, die Karre stand auf der Gamescom direkt am Stand rum. So geil. Jedi, was geht, Bro? Das ist das neue Crew. The Crew-Spiel. Von Ubisoft. Tower Presents. Digga, Heli einfach. Wer kennt's nicht? Wie immer die Entscheidung, wollen wir Cutscenes gucken oder skippen wir Cutscenes? Ich würde es mir angucken, oder? Passt gut auf. Ihr seid beim Motorfest. Ja, schon geil. Schon episch gemacht. Whee!
Aber so geil, wie viele verschiedene Fahrzeugklassen es einfach gibt, gell? Also wir haben da jetzt schon gesehen, wir haben Buggies gesehen, wir haben Formel-1-Autos gesehen. Wir haben, es gibt einen scheiß Bulli, ich will Bulli fahren. Motorräder, ich hoffe, es gibt meine Duke. Oh, wäre das geil, wenn ich mit meiner Duke fahren könnte. Bitte gibt's eine Duke 98. Guckst du dir nachher noch Eventwochen-Blogpost an? Ja. Wir streamen auch morgen früh, Jedi. Get up, everyone! Ah ja. Bloop. Nice. Press any input. Hold. Ah ja, okay, wir können uns jetzt erstmal unseren Avatar aussuchen. Sehe ich den oft? Der sieht cool aus. Alter, das ist auch geil gemacht mit dem Foto, sag ich euch ehrlich. Wen nehmen wir denn? Was geht? Der sieht da Urlaub aus, sag ich euch ehrlich. Aber die Brille ist viel zu klein. Ich glaube, ich sehe mich bei dem. Guck mal, ich kann mir auch hier meine die Kappe auch anziehen, dann sehe ich aus wie er. Also gut, Leute, ganz ruhig. Ich weiß, ihr seid aufgeregt. So ein richtig aus wie so ein Bob. Also, willkommen hier beim Motor. Ich bin Malou, die Motorfest. Bringe euch auf den neuesten Stand. Ihr seid Ehrengäste. Alter! Festivalfreunde. Wir sind alle Ehrengäste. Alle heute hier im herrlichen. Nee, morgen Abend streame ich nicht. Morgen Vormittag nur. Bei The Crew kann man auch Handgangschaltung nutzen mit Lenkrad. Alter, Junge, das will ich auch unbedingt mal machen. Ich fand es so witzig bei Raik, als wir hier LAN-Party gemacht haben. Ah, bin ich ja mal Lenkrad gefahren. Ich fand es so witzig. Aber die sind so teuer. Alter, ist das geil gemacht. Alter. Oh Gott, ich muss fahren. Okay, okay, okay. Alter, wir fahren hier 190. Was haben wir denn für eine Karriere? Irgendeine Toyota. Aus dem Weg, der Anton kommt. Ich hoffe, ihr habt alle eine Vollkasko. Aus dem Weg. Und jetzt Nitro. Yes. Erster, Digga. Da kenne ich ja gar keine Kompromisse. Da kenne ich gar nichts. Oh ja, japanische Autokultur finde ich auch sehr geil. Nee, wollen wir wirklich nicht verpassen. Alter, ist das geil. Schön, dass jetzt erst die Erklärung kommt, dass man Nitro benutzen kann. Ich die ganze Zeit schon benutze. Oh, fuck, wir sind viel zu schnell. Oh ja. Oh, aus dem Weg. So, Innenkurve und Abfahrt. Wieder Erster. Was glaubt ihr, wie viel der Platz wären wir? Erstes Rennen in The Crew. Okay, viereckiges Driften. Okay, hier die Seitenansicht ist halt ein bisschen aggressiver als in GTA. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Oh, gib Gas. Jawohl. Jawohl. Alter, was passiert hier? Aller Mitte! Vielen Dank für dein Prime im 32. Monat. Es ist so verrückt. 32 Monate. Jungs, Rennen Nummer 1 gewonnen. GG in Chat. Vielen Dank. Mitte, auch dein Sub wurde selbstverständlich ausgedruckt. Und kommt hier die Subbox. Vielen Dank für deine Unterstützung, mein Freund. Offroad. Ach du Scheiße. Oh, bitte Motorrad. Ah, nee, okay, wir fahren Jeep. Auch okay. Jeep, mach mal Miep. Los geht's. Okay, 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 Achtung. Alter, das arme Motorrad. Ich hätte schon ein bisschen Angst bei einem Autorennen mit dem Motorrad fahren. War aus dem Weg hier alle. So, guck mal hier. Ja, ja. Dritter einfach schon. Guckt mal hier, Freunde. Oh ja, Profi. Wir sind einfach schon Zweiter. Jetzt überholen wir noch den Ersten, damit sind wir Erster. Yippie. Oh, das ist schon geil gemacht. Von dass man Leaks einfach Anzeigen hat, auch für ABS, ESP und so weiter. Schon nice. Ich glaube, wir haben hier ein ganz gutes Mittelmaß einfach gefunden zwischen so Simulator und einfach nur entspanntes Renngame. Oh, habt ihr diesen Drift gesehen? Oh! Yippie, Nitro! Oh yeah.
Ja, wir haben ja auf der Gamescom, durften wir das Spiel ja schon anspielen. Und da habe ich ja zusammen mit Stefan, zusammen, also Fragnard, haben wir ja das Game gezockt. Ich habe gebremst und gelenkt und er hat Gas gegeben. Wir haben zusammen an einem Controller gespielt. Falls ihr es nicht gesehen habt, gönnt euch den Gamescom-Vlog nochmal. Ist sehr witzig geworden. Ja, und das Spiel war schon cool. Es ist für, aber ich glaube, es war die gleiche Demo, die wir jetzt sozusagen spielen. Also ich glaube, wir haben auf der Gamescom einfach die Einleitung gespielt. Wenn ich das richtig verstehe. Boah, ich fühle mich gar nicht gut, mit so einem Auto jetzt 260 km/h zu fahren. 270. Boah, das fühlt sich wirklich nicht gesund an. Aber wir haben gewonnen! GG in Chat! Yippie! Die Bestellung kommt, habe ich gelesen. Alter, Sammy, so muss das sein. Sehr nice. Ich hoffe, es gefällt dir, wenn es ankommt. Wettkampf. Oh ja, ein Beetle. Gib mir ein Beetle. Also ein Käfer. Ah ne, F1. Aha. Okay, wir sind Profi. Wir sind eindeutig Profi. Oh, 2-1 und Abfahrt. Warum starte ich eigentlich immer als Letzter? Das finde ich irgendwie blöd. Ah, okay, guck mal, jetzt ist Nitro auch aus. Oh, fuck. Sorry, ups, ich habe im Chat geguckt. Warum ist jetzt ist auch Nitro aus? Junge, die Karre sieht sehr krass aus. Mit diesem doppelten Spoiler da, die aber auch irgendwie gefühlt ein bisschen unterschiedlich sich aufrichten, je nachdem, wie sehr ich lenke. Ja, ja, Entscheidung unter Druck, da bin ich am besten. Aha. Guck mal hier, und schon ist der Anton wieder auf Platz 1. Hast deine Fahrzeuge übertragen? Welche Fahrzeuge? Wie übertragen? Aus was? Wie Fahrzeuge übertragen? Jetzt musst du mir helfen. Oh, ich muss in die Boxengasse. Gar kein Problem. Junge, was für Räder sind das denn? Voll Carbon oder was? Hat er nicht GTA-Vibes hier? Oha. Das stimmt. Sind es hier so moderne Formel-1-Autos? Ich bin halt bei Formel-1 wirklich komplett raus. Ich habe da gar keine Ahnung. Ist das hier so ein modernes Formel-1-Auto? Weil die sehen halt schon mal krasser aus als jetzt so das klassische Formel-1-Auto, was ich so ein bisschen im Kopf habe, ne? Weil das sieht ja übel geil aus, die Karre. Wisst ihr, was ich meine? Boxenstopps einlegen, die Konkurrenten im Auge behalten, ziemlich anstrengend. Ja, aber ich habe ja nie The Crew 2 gespielt. Mitte. Nein, Fantasie, echt? Ernsthaft? Weil es sind doch eigentlich alle Autos in dem Spiel sind doch echt. Es war schön als Champion, aber dann wurde es Alter, Bugatti. Fahren wir jetzt mit dem Lambo? Fahren wir jetzt... Ah, nee, okay, okay. Okay. Oh, da fahren wir richtig mit Klassikern, glaube ich. Was haben wir? Kriegen wir... Alter! Oh, guck mal, selbst das hat es jetzt anders. Unten links. Können wir auch Ego fahren? Oh ja, Motorhaube. Nee. Stoßstange. Oi, guck mal hier. Da bin ich am besten. Aus dem Weg. Geil. Ja, sehr geil gemacht bisher. Keine Herausforderung, ich bin Profi. Checkpoint Mist. Ah, aber zum Glück gibt es ja hier diese wunderbare neue Funktion. Also, neu ist sie nicht. Ich glaube, die gab es früher auch schon. Aber wir müssen, glaube ich, noch ein Stück zurück. So. Alter, was passiert hier? Alter, Andreas, vielen Dank für deinen Sub im 26. Junge, was geht, Mann? Guck dir mal an, was wir hier für eine nice Karre haben. Vielen Dank für deine Unterstützung. Küsschen. Ricky, na? Alles klar bei dir. 240. Boah, ob ich mich in der Karre trauen würde, 250 zu fahren, weiß ich ja nicht. Irgendwie echt beruhigend, sag ich euch ehrlich. Ich freue mich so auf ein Tuning-Treffen mit euch zu machen hier im Spiel. Vor allem, man kann das Game ja einfach schon ab 13 Euro spielen, gell? Es gibt ja diesen Ubisoft-Pasta, den man halt sich Monat für Monat holen will. Aber wenn jetzt das Spiel kommt, dann Assassin's Creed Mirage, zahlt ihr einfach nur ein oder zwei Monate das diese 13 Euro, also insgesamt vielleicht 26 Euro und kriegt einfach zwei komplette Games. Das ist halt schon wild. Und ich sag euch ehrlich, The Crew bockt. Bisher. Ich kann jetzt noch ein wenig einschätzen. Logischerweise, weil wir sind ja noch hier in diesem Intro. Aber bisher? Und das ist eigentlich auch der Eindruck, den ich auf der Gamescom hatte. Also hat Bock gemacht. Vor allem, weil ich... Oh, Bulli! Ich will den Bulli! Freunde, das große Goal für uns in diesem Game ist, den Bulli zu kriegen.
Oh je, was kommt jetzt? Jetzt kommt der Lambo, oder? Oder? Den haben wir auch auf der Gamescom gefahren. Let's go. Hast das Spiel schon fast durch? Hä? Das kam doch am Montag erst raus. Junge, hast du gesuchtet oder was? So, Thomas, Charlie, ich krieg euch. Finn. Hey. Boah, vor allem im Hurrikan würde ich gerne fahren. Da vorne ist er. Den holen wir uns jetzt. Piu! Aus dem Weg! Hö, warum bin ich jetzt auf einmal so langsam? Ups. So, gib Gas, mein Junge, gib Gas. Eric, was geht? Na, alles klar bei dir. Wie geht's dir? Junge, oh yeah. Oh, Junge, ich will, das wäre das erste Rennen, was wir nicht gewinnen. Das wäre peinlich. Alle anderen haben wir bisher gewonnen. Mit dem Lambo driften vielleicht nicht die beste Idee bei jetzt 300 km/h. Komm, 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 gib Gas. Ey, ich will jetzt schon auch Erster werden. Also, komm, gib Gas, Junge. Komm schon, komm schon. Das sieht nach Ziel aus da vorne. So, immerhin nicht Letzter. Ja, Motorfest, Beste. So, Lena, aus dem Weg. So, ja, wunderbar. Ja, ja, ja. Yes! Wir sind schon mal Vierter. Komm schon, wir arbeiten uns noch hoch. Erster werden wir noch. Bitte glaubt an mich, Freunde. Drückt mir die Daumen. So, wir müssen das zusammen machen, sonst allein schaffe ich das nicht. Oh ja, Mike und Anton auf die 1. Yippie! Wie kann man danach beitreten? Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja wohl Multiplayer. Man kann auch irgendwie Cruise machen, glaube ich. Aber wie genau? Wir starten gerade ins Game rein. Alter, ein Urus. Wir starten gerade ins Game rein, deswegen. Hat's euch gefallen? Also das war nur die Spitze des Eisbergs. Du wartest am mit dem schwarzen, mattschwarzen Lambo. Aventador am Spawn. Ah ja, perfekt. Da ist anscheinend schon jemand am Start. Geil, Mann. Oh, ja. Hast du gleich eine Panne? Nein, hallo, das ist eine besondere Warnweste, mein Freund. Hier, das ist eine echte Motorfest. Eine Crew-Motorfest-Warnweste.